There's a fire, but no fire brigade. Help our souls tonight. We're losing this fight. Oh, help our souls tonight. Hallo und herzlich willkommen zu ARK Survival Evolved. Wir sind hier auf Ragnarok. Die Koordinaten zeige ich gleich mal. Das ist 26 Lat und 19 Lon. Und ich möchte euch gerne, oder wir, der Niki und ich, möchten euch heute gerne mal zeigen, was wir hier so geschaffen haben, was wir so gebaut haben. Dann geht's auch gleich los. Hier vorne steht unsere Bronto-Zucht. Die zeigen wir, die Zuchttiere zeigen wir später in einem neuen Clip. Hier ist unsere kleine Fischerhütte. Fisch produziert. Und dann wird er gekocht und haltbar gemacht. Hier oben wohnt der Fischer. Man sich draußen noch hinsetzen. Fischfallen. Reusen sind hier hinten noch. Hier geht es denn da hinten lang zum Angelplatz. Hier ist schon ein bisschen Beute. Hier ist unser Aussichtsturm. Mit Ranger Bob. Überwacht alles. Da drüben ist unsere Kibbelproduktion und Zuchtstation. Die zeigen wir aber im neuen Video. Weil das wäre dann zu umfangreich. So, wie gesagt, hier mit dem Fischhalm. Den gehen wir mal zurück. Den könnte man hier durchgehen oder man nimmt, wie gesagt, den Haupteingang, der dann hier lang wäre. Da kommt man zum Stall gleich, wo man dann sein Tierchen abstellen kann und es versorgt wird. Da haben wir schon einige unserer Mutationen drin, die Züchtungen, die Galania, die züchten wir gerade noch, Tilakoleo und Wolf und Sabertooth sind wir soweit fertig. Pferdchen sind wir auch fertig und Raptoren auch, weil wir da am Aufgehört hatten wir schon so schöne Farben. Das ist halt der Stall. Jetzt wird es gerade Nacht. So, hier drüben ist die Susi. Wenn man vom Fischer da kommt oder beim Eingang langkommt, kann man bei Susi gleich Fisch kaufen. Hier ist so ein Wasserrad. Hier hinten ist das. Das hier drin ist dann dieser Mühlstein. Das ist so wie Mortarpestel. Den kann man, wenn man vom Stall ist, vom Stall kommt sozusagen, einmal hier durchgehen. Könnte dann gleich hier hoch zum Burg. Hier ist noch ein Sattlerstand und eine Sattlerei, wo man auch denn für seine Tierchen denn was kaufen kann. Sein Figürchen, Bücher, Trophäen und natürlich Sattel. Das ist so ein richtiges kleines Häuschen, wo man Sattel drin herstellen kann sogar. Man kann auch dann den romantischen Weg nehmen, wenn man von hier den Haupteingang lang geht, könnte man hier hinten durchgehen. Und kommt dann direkt bei Pille raus. Pille verkauft Medizin, wie man sehen kann, und Kräuter. Nicht Pille. So, dann hinter dem Fischerhäuschen, hier lang geht es noch zum Hafen. Da ist unser Transportquetz, der Pedro. Der ist auch mutiert, der sieht man nicht schlecht, der hat lila Kamm, lila Gesicht, blauer Körper. Gelbe Flügel, ich möchte meinen, der hatte grün hier unten. So ein grün, genau. Und genau, der Pedro, der steht hier, wenn man das transportieren muss. Wir sind dann in die ganzen Kisten im Hafenbereich.
Hier ist der Transport oder der Entladekran, das Floß, kleine Boot. So, dann gehen wir mal nach hinten. Achso, ja, da haben wir auch noch ein paar Sattel und. So, kann man sich hier hochstellen. Das Podestchen. Das ist mal die Nummer 1. So. Naja, gut. Lassen wir das. Dann geht's hier oben weiter. Hier kommen wir zu unserem kleinen Marktplatz. Gibt's auch einiges. Ressourcen, Rüstung, Fisch auch nochmal, Farben, Waffen, ja, Kibbel. Dann geht's hier hoch, kommen wir zu einem richtigen Shop. Draußen haben wir Käfig, haben wir Tierchen drauf, wie ein Truthahn, ein Rex und Dodo, Kraik, Wolf. Dann kann man hier beim Verkäufer seine Sachen bestellen. Und dann geht es hier nochmal über drei Etagen. Also auf Etage 1, Etage 2 ist hier. Und hier ist die dritte, da kann man einiges kaufen. Nochmal viele Sachen im Angebot. So. So. Und dann geht es hier oben weiter. Hier kann man sich nochmal hinsetzen. Da drüben ist unser Leuchtschirmchen. Hier kann man auch nochmal sitzen, so ein kleines romantisches Eckchen. Kennen wir alle, Liste. Wenn uns jemand angreift, wird scharf geschossen. So, dann geht es hier oben weiter. Dann kommt man hierher, das ist sozusagen der Vorplatz, aber könnte man auch sagen Marktplatz, mit so einem kleinen, kleiner Herberge, wo man auch draußen sitzen kann, was essen kann. Kann man, hat man einen perfekten Blick auf den Scheiterhaufen, auf den Übungsplatz. Hier ist nochmal so ein bisschen Deko, das Biberhabitat, dann dieser Eco-Terrariums-Mod. Deko, eine Mühle, ist auch nochmal so ein Mühlstein drin, ist auch nochmal wie Mortarpestel. So, wie gesagt, das ist hier wie so eine kleine Taverne, da kann man unten, da ist wie die Küche, da mache ich gerade Fleisch drin. Und oben kann man dann halt nochmal sitzen und ganz oben, das sind sogar Betten zum Übernachten. Ja. So, jetzt bin ich einmal daneben gerufen. So. So, ja, dann würde man hier praktisch, wäre eigentlich der Haupteingang, da kommt man hier hoch, der Berg hat gerade was geliefert. Man kann aber auch hier hinten hochgehen. Da kommt man dann nochmal an diesen Terrarien vorbei. Nochmal so ein bisschen Deko, hier Affentempel, Guanodon, Elementbiom und das hier Biolumineszenzbiom. Kann man sich auch hinsetzen. Der Affe, der wirft damit andauernd da, Quatsch. Ja. Ribouché, Verteidigung. So, dann geht's, das ist der eigentliche Haupteingang. Das ist der das eigentliche Schloss oder die eigentliche Burg. Und hier oben sitzt dann der Herr und Meister. Also wir. Da unten sitzt dann das Gefolge. So, Kamin, Fischlingen, wie gesagt. So. Das ist jetzt,
Hier ist nochmal sehr Boa-Habitat. Auf der anderen Seite müsste. Oh Gott, was ist da? Achso, ja, Eisbiom. Schneebiom, so. Und dann kommt man hier raus. Hier würde es nach unten gehen. Hier hoch zum Dachgarten. Und hier hoch in die zweite Etage. Dann gehen wir jetzt mal die Wendeltreppe nach oben. So. Und dann haben wir hier auch noch verschiedene Räume. Immer so ein kleiner Aufenthaltsraum. Couch. Bücherregal. Das ist das Hauptzimmer für uns. Mit Bett, Kamin, Brunnen. Und hier daneben wäre dann das Badezimmer dafür. Mit Toilette und Dusche. Gehe jetzt einfach mal mit Klamotten duschen. Und mit Fifi. Fifi sitzt hier auf der Schulter, ist auch mutierter Otto. Fifi ist immer dabei. Fifi geht auch wieder aufs Klo. So. Dann haben wir hier hinten so eine kleine Bibliothek oder Leseraum nochmal. So, kann man hier sitzen. Lesen. Hier draußen ist nochmal so ein Bereich zum Sitzen mit Brunnen. Und da ist dann die Metrodon. Habitat. Und Porsche-Habitat. Und wie gesagt, man kann sich hinsetzen und ein bisschen die Aussicht genießen. Kann man sehen, was auf dem Marktplatz so los ist gerade. So. Hier ist mein Lieblingsbiom, das Aquarium, also unter Wasserhöhle. Finde ich am allerbesten. Dann haben wir hier noch die andere Seite, da ist nochmal hier hinten so ein kleines Schlafzimmer. Eine Burg hat ja auch viele Leute zu beherbergen mit dem Schildkrötenhabitat drin. Nochmal so ein größerer Aufenthaltsraum für alle, nochmal mit Affenhabitat. Wo alle zusammensitzen können, auch die Karte angucken können halt. Hier ist auch nochmal so, ja, so ein Arbeitszimmer mit großem Schreibtisch. Dann haben wir hier noch ein Badezimmer, ein größeres, mehrere. Badewanne, zwei Waschbecken, Toilette. Hier wäre der zweite Auf- oder Abgang, wir sind auf der anderen Seite hochgekommen. So, dann. Ja, hier, so dieses kleine Zimmer, ja, ist auch noch mal so klein. Da hinten ist Schlangenhabitat, auch noch mal so ein kleines Schlafzimmer. Also Titanoboa-Habitat sozusagen. Und hier kommt man auch zum Dachgarten. Das ist noch mal so ein kleiner Raum, wo man auch Tüchchen trinken kann und Käffchen sitzen kann und dann eben auch auf den Dachkappen kommt. Und hier würde man nach unten kommen, wo wir vorhin auch geguckt haben. Hier könnte man dann sitzen. Und hier geht es dann hoch, das ist nochmal so ein kleiner Tisch. Und hier kommt man zur Kirche. Das ist da. Das ist die Kirche, hier kann man sich noch mal hinsetzen vorher, bevor man reingeht. Das ist die Kirche. Jetzt das Weihwasserbecken. Hier könnte man sich eine Bibel nehmen.
Die Kirche, die könnte man oben sitzen, wenn man möchte. Auf der anderen Seite auch. Oder man sitzt halt hier unten. Dort wäre dann der Pfarrer mit Hostienschale und Kelch und ein. Und hier hinten ist dann die Kanzel, wo die Predigten gehalten werden können. So, das wäre dann die Kirche, genau. Hier hinten ist nochmal ein Stall. Wenn man zum Beispiel gleich hier hoch möchte, kann man sein Tierchen auch hier abstellen. Da sind hier unten auch nochmal. Das ist Wet. Hier. Und dann noch bei unseren Papajara, die wir gezüchtet haben. Ein paar Agis. Und hier so eine Strickleiter. Und ich da rankomme, da. Und sehr schön. Vorführeffekt. Will heute nicht. Er will heute nicht die Leiter hoch. Okay, dann lassen wir das mit der Leiter. Aber ich müsste da oben eigentlich mal an meinen Dr. Terry ran. Bestimmt wegen dem Tappi, den habe ich dann erst hingestellt. Und deshalb kann ich da jetzt nicht mehr hochklettern. Okay, machen wir es mal auf die andere Weise. Mit Fly. Das ist ganz vorne ist Dr. Terry. Und das ist einer von den anderen Mutierten. So, und Dr. Terry nehmen wir jetzt, mit dem fliegen wir jetzt mal hier rum und zeigen euch das von oben, die ganze Geschichte. Das ist der Stall von hier oben. Das ist die Kirche. Und wie gesagt, jetzt unsere Burg. Ach, da unten das haben wir noch gar nicht gezeigt. Na, das machen wir gleich noch. So, machen wir noch von oben ganz kurz hier so ein bisschen. Das ist die Rückansicht. Vorderansicht. Stimmt, da habe ich noch was vergessen. Da muss ich noch was zeigen, genau. So, lang mal Dr. Thierry einfach mal hier. So, wenn man vom Dachgarten runterkommt, genau, dann kommt man nämlich hier. Wenn man hier runterkommt, da ist der Dachgarten und kommt man von der Kirche, eigentlich würde man dann da langkommen, so. Und dann haben wir hier das Brotmutterhabitat noch, dann haben wir hier noch das Quetzhabitat. Ja, der Tintenfisch. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch der Biene. Und dann kommt man wieder beidseitig hin. Hier ist das Otter, müsste es sein? Ja. Das Otterhabitat. Hier wäre dann wieder der Haupteingang. Und hier haben wir noch, wo wir eben mit Dr. Terry gelandet sind, das Weibernhabitat. Genau, mit kleinen Schäfchen und oben fliegt der Weibern. Dann haben wir noch, das hatte ich ganz vergessen, hier rechts vor dem großen Haupteingang haben wir noch die kleine Werkstatt, also da stehen alle Tische drin, da mache ich gerade Metall. Und sind eben die ganzen Schränke mit den ganzen Ressourcen, wenn wir was brauchen. Und alle Herstellungstische. Das ist unsere kleine Werkstatt sozusagen. Und auf der anderen Seite, Entschuldigung, haben wir das Gefängnis.
mit Wache, Zelle mit Bett, Waschbecken, Toilette und Stuhl. Weil wenn jemand mich hört, geht in den Knast. Hier hinten haben wir den Thron mit Waffen drin. Falls mein Ausbruch ist, die Bock gewaffnet. Ja, dann ist noch eine Sache, wenn wir hier runterkommen, gehen wir hier den Hauptweg lang. Aber hier oben ist noch mal eine Liste, nochmal zum Absteigen, zum Abschießen drüben. Wenn wir jetzt ganz runterkommen, da ist dann nochmal der Zugang zum, ja, für die Megalodon und also für die Wasserkirche. Der ist hier unten bei Pille. Da ist Pille und hier ist der Zugang. Da hat man hier Schränklein, wo man Taucherausrüstung auch schon packen kann. So, der wäre dann da geradeaus. Hier rechts, der geht zur Kibbelproduktion und zur Zucht. Die zeigen wir dann aber später. Das ist auch total leggy da hinten, weil da so viele Tiere stehen. Und hier kann man sich dann eindecken, die Taucherausrüstung. Und dann kann man hier tauchen. Hier steht unser Megalodon oder das ist unser Megalodon und unser Basilosaurus. Und dann kann man nachher dann hier halt rausschwimmen mit dem. Das ist durch diese Steine hier richtig schön geschützt. Da ist der Leuchtturm. Und durch die Brücke kommen da auch keine anderen Tierchen rein und hier ist ja auch zu. Wie gesagt, dadurch ist man richtig gut geschützt. Es sieht hier hinten auch nichts. Und die sind hier gut versteckt. Und wenn man dann hier ankommt mit seinem Tierchen, dann steigt man ab und geht dann halt hierher, packt sein Zeug wieder hier rein, dass man immer was hat. Das ist ein Fleisch. Ich muss das hier erstmal ausziehen. So, packt das dann wieder rein. Und dann hat man immer Tauchersachen dabei. Man kann da natürlich auch Waffen platzieren, haben wir jetzt im Moment nicht. Ja, das ist so unser Zuhause. Ich hoffe, das gefällt euch. Wir wollten euch das mal so zeigen, was wir so hier haben. Und ja, wir fühlen uns hier schön wohl. Finden das mega hier. Und wir hoffen, euch hat es auch gefallen.